Moin, liebe Emderinnen und Emder. Lange Zeit waren wir in Emden die Stadt mit der niedrigsten Inzidenz. Ganz lange auch bundesweit. Da gab es nur einen grünen Fleck auf der Landkarte, nämlich oben links. Jetzt ist es anders. Zu dieser Zeit in Niedersachsen haben wir die höchste Inzidenz und auch im Bundesschnitt sind wir ziemlich weit oben dabei. Das macht den Menschen, macht Ihnen natürlich Sorgen. Warum haben wir hier die höchste Inzidenz? Was läuft falsch? Warum können wir die Geschäfte nicht öffnen? Auch wir haben eine Sehnsucht nach normalem Leben. Das sind Fragen, die Sie sich stellen und die Sie sich natürlich auch zu Recht stellen. Aktuell sind in Emden 148 Menschen an dem Coronavirus erkrankt, also sind infiziert. Mehr als die Hälfte für die sogenannte Inzidenz maßgeblichen Fälle kommen aus 4 Clustern in der Stadt Emden. Die Zahlen zeigen uns aber ganz deutlich, es gibt jetzt nicht den Fokus auf das eine Cluster. Also es geht nicht, dass wir den einen Schuldigen suchen, so wie das häufig in der Vergangenheit mal probiert ist. Dann waren es die Urlauber oder es war ein Altenheim oder es sind die Menschen mit Migrationshintergrund, sondern wir haben ein unterschiedliches Infektionsgeschehen. Ein Fokus ist tatsächlich auch das Altenheim mit aktuell 39 betroffenen Personen, aber es ist eben nicht alleinig und es hat auch sehr, sehr gut in der Zusammenarbeit mit dem Altenheim funktioniert. Wir haben umgehend nach Bekanntwerden dort Reihentestungen durchgeführt, die Kooperation mit dem Altenheim ist sehr gut und auch die 2 Todesfälle, die dort in dem Altenheim vorgekommen sind, sind Menschen, die bedauerlicherweise verstorben sind mit dem Coronavirus, aber nicht an dem Coronavirus. Es ist also ein Heim, das sich eben auch um palliative Pflege kümmert, sodass eben auch dort Menschen, so traurig das ist, dann versterben. Wie kann es sein, dass in einem Heim, wo die Menschen schon geimpft sind, trotzdem noch mal wieder das Coronavirus ausbricht? Der BioNTech-Impfstoff hat eine Wirksamkeit von ungefähr 95%. Das heißt, natürlich besteht auch weiterhin die Möglichkeit, sich anzustecken. Gleichwohl sind die Verläufe dann deutlich milder. Das heißt, dass diese schlimmen Verläufe, wie wir sie kennen, sollten weitestgehend ausgeschlossen sein. Und auch alleine das zeigt, wie sinnvoll und wirkungsvoll die Impfung ist. Generell haben wir im Moment in Emden, dadurch, dass wir auch Hochinzidenzkommune sind, sehr, sehr viele Testungen. Ungefähr 13.000 Testungen in der Woche finden statt. Das sind 1.400 Testungen am Tag. Und wir haben noch weitere Testzentren in Emden geplant. Aus den vielen Testungen, aus den Testzentren ist es so, dass uns ungefähr 5 positive Testungen am Tag auch gemeldet werden. Ein Drittel dieser Testungen werden dann durch einen PCR-Test auch als positive Tests entsprechend bestätigt. Das Infektionsgeschehen ist also diffus und komplex und man kann, wie ich eingangs gesagt habe, dieses nicht an einer bestimmten Sache festmachen. Ich verstehe aber, dass sich das unfair anfühlt. Ich mache doch alles richtig und ich gucke doch, dass ich wirklich mich einschränke. Die Kinder können nicht miteinander spielen, man kann keinen Sport machen, wir dürfen uns nicht treffen und wieso funktioniert das dann trotzdem nicht? Ich glaube, dass unsere Teststrategie zum jetzigen Zeitpunkt gut und richtig ist. Es ist gut und richtig, dass die Infektionen, die wir in der Stadt haben, dass sie aufgedeckt werden, weil sie ansonsten unerkannt bleiben würden. Denn es sind auch viele sogenannte asymptomatische Infektionen dabei, also Infektionen, wo man nicht merkt, dass derjenige tatsächlich wirklich erkrankt ist. Und das ist eine ganz wichtige Basis, dass wir so viel testen in Emden, um wieder ein Stück weit mehr in Richtung Sicherheit und Normalität zu kommen. Denn je mehr Infektionen wir erkennen, desto weniger besteht die Chance, dass diese unentdeckt entsprechend weitergegeben werden. Liebe Emderinnen und Emder, ich weiß, die Zeiten für uns alle sind schwierig. Und wenn man ganz tief in sich reinfühlt, dann merkt man auch, wie das Nervengerüst blank liegt, wie das Geduldstöpfchen ein Stückchen leer ist. Aber wir müssen noch ein bisschen vernünftig und rücksichtsvoll bleiben. So gelingt es uns gemeinsam, diese schwierige Zeit zu überwinden und dann irgendwann auch zurückzukehren zu dem normalen Leben und zu dem normalen Miteinander. Und wahrscheinlich sollten wir dann alle mal so richtig auf die Pauke hauen und ein großes Fest feiern, wenn wir diese Pandemie überstanden haben. Also ich bitte Sie ganz herzlich darum, bleiben Sie besonnen, bleiben Sie
vernünftig, was die Hygieneregeln angeht. Und gemeinsam miteinander kriegen wir auch diese Pandemie bewältigt. Herzlichen Dank.